Das pralle Leben, daran teilhaben, das wollen wir alle. Aber nicht allen ist es möglich. Irgendetwas hindert manche daran. Eine schwere Krankheit vielleicht. Oder eine Behinderung, ein folgenschwerer Unfall. Es gibt so viele Gründe, warum der ganz normale Alltag nicht mehr ganz normal ist. Manche sind psychisch krank, leben allein und haben Mühe, sich selbst zu versorgen. Andere haben geistig abgebaut, ziehen sich zurück, sind hilflos. Ihre Teilhabe am Leben ist eingeschränkt. Lotto spielen viele von ihnen, seit Jahren schon. Aber das große Los? Fehlanzeige. Mit SKM gewinnt man auf jeden Fall. Man kann es zwar nicht spielen, aber darauf setzen. Helmut Witzemann hat darauf gesetzt in seiner Not und gewonnen. Nein, kein Bargeld, aber dafür ein Stück Lebensqualität und die Zuversicht, dass er mit der ihm angebotenen Betreuung ein Stück Eigenständigkeit bewahren kann. Wilfried Neusch, Sozialpädagoge und Geschäftsführer des SKM Zollern, besucht Helmut Witzemann, schaut, wie es ihm geht, kümmert sich. Zum Beispiel um den leidigen Schriftkram, auch um die Verpflegung. Ist der Kühlschrank mit dem Nötigsten gefüllt? Der SKM Zollern, ein Betreuungsverein unter dem Dach der Caritas, hat sich längst über die ursprünglich gesetzten Ziele hinausentwickelt. In einer Gesellschaft, in der kranke und behinderte Menschen zunehmend ausgegrenzt und alleingelassen werden, Männer wie Frauen, steht der Verein all denjenigen bei, die ohne Hilfe im Leben nicht mehr zurechtkommen. Helmut Witzemann vertraut Wilfried Neusch, denn der wurde vom Betreuungsgericht für ihn zum rechtlichen Betreuer bestellt. Nichts geschieht ohne rechtliche Absicherung für Helmut Witzemann und nichts gegen seinen Willen. Die Not wächst. Über 90 ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer im Verein stemmen sich dagegen, denn sie sehen einen Sinn in ihrem Tun. Und sie werden fachlich unterstützt. Regelmäßiger Erfahrungsaustausch unter professioneller Anleitung, begleitet von profunder Sachkenntnis, die auch der Öffentlichkeit vermittelt wird. Denn wer weiß schon genau, was eine Vorsorgevollmacht ist? Oder eine Patientenverfügung? Naja, die hat sich so mancher vorgenommen für den Fall. Aber tatsächlich umgesetzt wird sie zögerlich. Denn wen soll man da einsetzen und über sich bestimmen lassen im Ernstfall? Der SKM Zollern nimmt sich all dieser Sorgen und Fragen an, berät, klärt auf, auch und gerade in den oft so heiklen Lebensfragen, die man gern vor sich herschiebt, solange man noch glaubt, am prallen Leben irgendwie teilzuhaben. Über diese Grenze ist es oft nur ein kleiner Schritt, ein Moment, den man meist nicht im Griff hat. Aber er wiegt besonders schwer, wenn man sich alleingelassen fühlt. Das wissen die Vereinsmitglieder und all die freiwilligen Helfer des SKM Zollern und setzen auf Gemeinsamkeit und auf gutes Miteinander in schwierigen wie in fröhlichen Stunden. Unterstützen Sie die Arbeit des SKM Zollern. Setzen Sie sich ein für kranke und behinderte Menschen. Übernehmen Sie die rechtliche Betreuung für einen Hilfebedürftigen oder werden Sie Förderer des Vereins. Durch Ihre Spende können Hilfebedürftige Menschenwürde erfahren und am Leben teilhaben. SKM. Keine Ziehung, sondern eine klare Entscheidung zur rechten Zeit für eine würdige Lebensgestaltung trotz Beeinträchtigung.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Informationsfilm über rechtliche Betreuung. Rechtliche Betreuung kann für jeden von uns wichtig werden, aber die Frage ist, was ist rechtliche Betreuung? Wer hilft wem wann? Rechtliche Betreuung ist Hilfe und Unterstützung bei rechtlichen Angelegenheiten. Sie soll Menschen mit einer Beeinträchtigung ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Rechtliche Vertretung soll zum Wohl und nach dem Willen des Betreuten ausgeführt werden. Eine Betreuung kann von Betroffenen beantragt oder von anderen bei Gericht angeregt werden. Der Richter oder die Richterin verschafft sich ein umfassendes Bild von der Situation. In der Regel wird ein Sachverständiger beauftragt und ein Gespräch mit den Betroffenen geführt. Abschließend entscheidet das Gericht. Also der Betreuer hilft den Betroffenen, wenn es darum geht, rechtliche Angelegenheiten zu regeln. Wie sieht das im Alltag aus? Ein Betreuer bietet Beratung, Unterstützung und Stellvertretung. Die Betreuung muss persönlich geführt werden. Das Wohl des unterstützten Menschen steht im Vordergrund. Seine Wünsche sollen berücksichtigt werden. Wichtige Entscheidungen müssen vorab mit ihm besprochen werden. Ich wollte ja nochmal über Ihre finanzielle Situation unterhalten. Wir machen das ja jetzt seit einigen Wochen, dass ich Ihnen jeden Freitag das Geld überweise. Und ich würde einfach mal gerne von Ihnen wissen, wie es funktioniert. Ich komme damit soweit ganz gut, Kaya. Der Betreuer muss regelmäßigen Kontakt haben und sich immer wieder ein Bild von der Situation machen. Die Kontakthäufigkeit ist aber nicht festgelegt. Sie richtet sich immer nach der Notwendigkeit im Einzelfall. Rechtliche Betreuung ist mit viel Verantwortung verbunden. Wer kontrolliert die Betreuerinnen und Betreuer, Frau Alt? Der Betreuer ist dem Betreuungsgericht jederzeit zur Auskunft verpflichtet und darüber hinaus wird einmal im Jahr ein ausführlicher Bericht über den Sachstand der Betreuung angefertigt. Also passiert nichts willkürlich? Nein, natürlich nicht. Alles ist geplant und an den Bedürfnissen des Betreuten orientiert. Und für einige Entscheidungen, wie zum Beispiel die Wohnungsauflösung oder die freiheitsentziehenden Maßnahmen, muss ich mir auch eine Genehmigung des Betreuungsgerichtes einholen. Dankeschön, Frau Alt. Peter Schneider ist Rechtspfleger und von Ihnen wüsste ich gerne, ist denn jetzt ein Betreuer für alle Bereiche zuständig? Das kommt darauf an, in welchem Umfang das Gericht die Betreuung anordnet. Das Gericht ordnet im Rahmen der Betreuung bestimmte Aufgabenkreise, wie zum Beispiel Vermögenssorge, Aufenthaltsbestimmung oder Gesundheitsfürsorge an, für die Sie dann zuständig sind. Sie können aber auch gegebenenfalls für alle Angelegenheiten als zuständiger Betreuer bestellt werden. Die Betreuung ist dann auch nicht für immer. Sie wird also spätestens nach 7 Jahren überprüft, ob sie halt noch notwendig ist oder gegebenenfalls eingeschränkt, aufgehoben oder erweitert werden kann. Das ist eine Aufgabe, bei der mir der Betreuer sehr, sehr nahe kommt. Wie finde ich einen guten Betreuer oder wie kann ich anders vorsorgen? Viele Menschen möchten nicht, dass fremde Personen oder gar das Gericht Einblick in ihre privaten Angelegenheiten bekommen. Wer das vermeiden möchte, sollte frühzeitig eine Vorsorgevollmacht aufsetzen. Also ganz akut hatte ich einen Unfall und da kam bei mir die Frage auf, wie kann ich vorsorgen? Also mit einer Vorsorgevollmacht legen Sie fest, wer im Falle, dass Sie es selber nicht mehr können, für Sie Entscheidungen trifft und bestimmte Dinge regelt. Voraussetzung ist allerdings, dass man wirklich eine Person des Vertrauens findet, denn die hat später im Fall eines Falles wichtige und einschneidende Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist natürlich, dass Sie erstmal Ihren Namen... Informationen und Hilfe hierzu bieten die Betreuungsstellen der Kommunen und die Betreuungsvereine, zum Beispiel der verbandlichen Caritas. Kann denn jeder Betreuer werden? Also könnte ich das zum Beispiel auch? Das möchte ich mit Elmar Borgmann besprechen, denn er ist Geschäftsführer eines Betreuungsvereins. Herr Borgmann, könnte ich Betreuerin werden? Selbstverständlich können Sie auch Betreuer werden. Aber in der Regel wird über das Amtsgericht ein ehrenamtlicher Betreuer aus dem persönlichen Umfeld des Betreuten gewählt. Und was macht man, wenn der nicht zur Verfügung steht oder wenn der Betroffene das nicht möchte? Dann kommt das Amtsgericht auf den Betreuungsverein zu und über diesen Betreuungsverein wird ein ehrenamtlicher Betreuer oder gar ein hauptberuflicher Betreuer bestellt. Welche Kompetenzen muss ich denn haben? Sie sollten über das nötige Einfühlungsvermögen verfügen. Sie sollten sich in die Situation des Betreuten einfühlen können und Sie sollten sich ein wenig in Behördenangelegenheiten auskennen, denn das ist natürlich wichtig, um diesen vielfältigen Schriftraum, der teilweise auf Sie zukommt, zu bewältigen. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Wer hilft mir dabei? Dabei helfen Ihnen gerne die Betreuungsvereine. Vielen Dank.
dass er aufgrund seiner gesundheitlichen Situation nicht so eingeschränkt ist, dass er das nicht überblicken kann. Ehrenamtliche Betreuer finden bei den Betreuungsvereinen Rat und Hilfe, ein offenes Ohr und Wertschätzung ihrer Arbeit. Wie schätzen Sie denn die psychiatrische Situation ein? Die Vereine beraten ehrenamtliche und familienangehörige Betreuer, machen Fortbildungsangebote und bieten Erfahrungsaustausch. Eigentlich finde ich das eine gute Idee, dann könnte er wirklich so leben, wie er will. Außerdem können ehrenamtliche Betreuer über die Vereine versichert werden. Die Betreuungsvereine sind gut vernetzt mit Diensten und Einrichtungen innerhalb und außerhalb der Caritas und der freien Wohlfahrtspflege. Die Dachverbände unterstützen die Betreuungsvereine bei ihrem Qualitätsmanagement und engagieren sich fachpolitisch auf allen Ebenen. Es geht uns um ein optimales Recht für die Betroffenen. Wir möchten dazu beitragen, dass Menschen mit und ohne Betreuung am gesellschaftlichen Leben und am Rechtsverkehr teilnehmen können. Mit unserer Arbeit durch die beruflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter wollen wir ein gesellschaftliches Klima fördern, in dem sich Menschen für andere engagieren.